Hi Leute, jetzt kommt wieder eine neue Traumbewusstsein-Folge in der Reihe Was ist dein Weltbild oder was ist das richtige Weltbild? Heute geht es um die Wirklichkeit und die Illusion oder auch Glaube und Wahrheit. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen beiden? Was bedeutet überhaupt Wirklichkeit? Was will man damit? Wozu braucht man sowas oder ein Verständnis davon? Und natürlich, wie unterscheidet man beides voneinander? Fragen wir uns also zunächst mal, was ist eigentlich der Sinn dahinter, dass man sich mit der Wirklichkeit und der Illusion beschäftigt? Das ist eigentlich keine so schwierige Frage, das hatten wir auch im letzten Video im Prinzip schon. Man will eine Orientierung haben. Man will sich auskennen, vielleicht ist man auch einfach nur neugierig, aber letztendlich macht das doch einen Riesenunterschied, zu wissen, ob es möglich ist, dass man in der Wirklichkeit fliegen kann oder dass es nicht möglich ist, ne? Also ob man sich das jetzt nur einbildet oder ob man es wirklich kann, wenn man das Gefühl hat, man könnte fliegen, das macht ja einen Riesenunterschied. Das ist ja sozusagen existenziell. Ja, und jetzt kommen wir also zu der Frage, was bedeutet eigentlich Wirklichkeit? Und ich finde diesen Begriff einfach total schwierig und sperrig. Wieder einmal, wie es so schön immer so ist bei den philosophischen Begriffen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, wirklich als Adjektiv, als Attribut, das kann man sehr vielen einzelnen Sachen zuschreiben. Also eine Sache ist wirklich oder nicht wirklich, wie zum Beispiel unser allseits geliebter Baum, also der immer so das Standardbeispiel unter Philosophen ist. Ein Baum ist entweder ein wirklicher Baum oder ist es zum Beispiel nur ein Hologramm oder irgendwie eine Art Pappding, was man aus der Entfernung aber vielleicht nicht so erkennt. Und deswegen, naja, ein Baum oder ein nicht, also ein wirklicher oder ein nicht wirklicher Baum oder zum Beispiel die Angst, die man bei jemandem wahrnimmt. Man sieht, derjenige hat Angst und man kann sich auch fragen, vielleicht schauspielert er ja auch nur, dann hat er also keine wirkliche Angst. Oder natürlich der ganz klassische Unterschied, den wir alle kennen, zwischen Traum und Wachwelt, ne? Also der Traum ist, möchte man so sagen, üblicherweise nicht die Wirklichkeit, die Wachwelt schon. Oder auch, man unterscheidet natürlich zwischen einer Story, einer Geschichte, die einfach so erfunden ist, und den realen Tatsachen, wie es sich wirklich abgespielt hat. Okay, also in Einzelfällen ist es relativ einfach zu verstehen, was Wirklichkeit von Illusion unterscheidet. Aber was ist die Wirklichkeit so als Gesamtkonstrukt? Was soll das denn sein? Das ist, finde ich, wieder zu ein bisschen übertrieben, einfach so einen Gesamtbegriff dafür zu erfinden. Aber man könnte es so verstehen, alle Sachen, die wirklich sind, machen so insgesamt die Wirklichkeit aus. Naja, es ist vielleicht ein bisschen arg konstruiert, ne? Ich weiß auch nicht, wozu man jetzt diesen Begriff braucht. Vielleicht braucht man ihn manchmal. Was aber jetzt sozusagen auch wichtig zu erwähnen ist, denke ich, häufig wird behauptet von so manchen Philosophen, aber auch häufig von spirituellen Leuten, alles ist eine Illusion. Maya, erkenne Maya, sei frei. Erkenne die Illusion. Aber was soll das bedeuten, ne? Weil wenn man behauptet, alles ist eine Illusion, dann hat die Illusion keinen Unterschied mehr zur Wirklichkeit. Also alles, was man vorher als Wirklichkeit gesehen hat, ist auch Illusion. Ja gut, dann macht einfach der Begriff keinen Sinn mehr, ne? Also so praktisch gesehen macht das keinen Unterschied, weil dann könnte man auch genauso gut sagen, alles ist wirklich. Also man muss irgendeine Art Unterschied immer noch feststellen. Ja, wenn alles eine Illusion ist, was ist denn dann noch wirklich? Woran misst du denn, dass das eine Illusion ist? An welchem Maßstab von Wirklichkeit setzt du diese Aussage denn eigentlich an? Und das ist meistens sehr schwierig, weil ja, die Leute da, glaube ich, eher in Stocken geraten, keinen wirklichen Maßstab nennen können. Ja, und wie gesagt, man kann da eigentlich keine Unterscheidung mehr treffen. Ich verstehe schon, dass es so die Neigung gibt, warum man diese hat, dass man sagt, alles ist eine Illusion. Aber ich glaube, das basiert auch auf einem Missverständnis von den Begriffen einfach. Man will irgendwas damit sagen, aber man sollte es vielleicht doch anders sagen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass alles irgendwie vergänglich ist, das ist ja irgendwie recht platt und selbstverständlich. Aber nur weil es vergänglich ist, ist es ja keine Illusion. Also Illusion wird ja nicht darüber definiert, dass es etwas vergänglich ist. Und die Idee, dass alles keine Substanz hätte, weil wenn man es immer tiefer analysiert, dann findet man nie eine Substanz. Das ist ja auch irgendwie schon eine falsche Herangehensweise, einfach dadurch, dass diese tiefe Analysierung
unweigerlich einfach darin besteht, nichts als eine Substanz anzuerkennen und immer weiter zu graben und letztendlich das Wesen einer Sache nicht anzunehmen. Also zu sagen, der Baum, worin besteht eigentlich der Baum? Und dann schaut man sich die Rinde an und das Holz und die Blätter und nirgends findet man den Baum eigentlich oder sein Wesen. Und die Tatsache, dass eigentlich der Baum nicht in seinen Bestandteilen besteht, sondern einfach in dem Gesamtteil, was da eben rumsteht, das ist einfach der Baum. Und das wird irgendwie bei so einer Fragestellung gar nicht in Erwägung gezogen. Und dann kommt man zu der Idee, ja, es gibt gar keinen wirklichen Baum. Vielleicht auch, weil es so viele andere Gehölze und Gewächse gibt und man dann irgendwann sagt, ja, woher weiß man denn, ob das jetzt noch ein Baum ist oder schon ein Busch oder was weiß ich. Aber das sind ja alles begriffliche Fragen. Natürlich ist das einfach eine begriffliche Festlegung, dass wir das jetzt Baum nennen, aber das ändert ja auch nichts daran, dass es halt das ist, was es ist, ne? Ja, der gute Baum. Immer muss er herhalten für die philosophischen Beispiele, aber wahrscheinlich noch häufiger der Tisch, ne? Der gut bekannte Tisch. Aber beschäftigen wir uns jetzt mit dem weiteren Aspekt dieser Frage. Wie unterscheidet man eigentlich zwischen Wirklichkeit und Illusion oder auch zwischen Glaube und Wahrheit? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es zwei Sachen sind, die unterschiedlich sind, und das werde ich vielleicht auch weiter begründen. Ich würde sagen, eine Illusion hat eine andere Auswirkung, vielleicht gar keine Auswirkung, als die Wirklichkeit, beziehungsweise als eine Sache, die wirklich ist. Das heißt, wenn ich träume, dass ich jemanden auf der Straße zusammenschlage oder den ganzen Ort mit Bomben zuschütte, dann hat das in der Wachwelt keine Auswirkung. Dann kann ich in der Wachwelt, wenn ich ja wach geworden bin, herumlaufen und mit den Leuten reden und die sind mir nicht böse und die existieren auch noch und alles ist in Ordnung. Wenn ich das gleiche aber im Wachleben tun würde, dann wären die Auswirkungen natürlich katastrophal. So, jetzt kann man natürlich einwenden, aber im Traum sind die Auswirkungen ja schon da. Das heißt, im Traum ist der Traum ja eine Wirklichkeit. Nur von der Wachwelt aus gesehen ist der Traum nicht die Wirklichkeit. Genauso aber ist dann ja vielleicht die Wachwelt vom Traum aus gesehen nicht die Wirklichkeit. Das ist aber zu kurz gedacht, weil einfach im Traum die Konsequenzen dessen, was ich tue, die kann ich ja im Prinzip selbst bestimmen. Zum einen kann ich sie einfach selbst bestimmen. Ich kann mir also ausdenken, dass ich im Traum die Stadt bombardiere und nach 3 Sekunden existiert die Stadt wieder. Keine Auswirkung. Ich kann mir alle möglichen Auswirkungen festlegen. Und selbst wenn ich nicht so klar bin, dass ich das machen kann, wenn also alles von alleine stattfindet und die Auswirkungen eben einfach vorgegeben sind durch irgendwas, mein Unterbewusstsein oder in der Wirklichkeit, das sind ja auch Auswirkungen einfach vorgegeben, ne? Möchte man sagen, ja, wenn im Traum unser Unterbewusstsein diese Auswirkungen vorgibt, dann wird es in der Wirklichkeit vielleicht auch durch unser Unterbewusstsein vorgegeben oder durch Gott oder so. Das ist vielleicht eine falsche Analogie, denke ich. Man denkt immer, es müsste irgendetwas die Bedingungen setzen. Aber wie kommt man darauf? Nur weil man eine Analogie hat. Weil man sieht, Geschichten werden halt von jemandem geschrieben. Also muss ja auch das Leben von jemandem wie eine Geschichte geschrieben werden. Aber das ist ja nur eine Analogie. Es ist ja kein logischer Zwang. So, aber was ich sagen wollte mit dem Traum. Wenn man im Traum stirbt, dann hat das eben nicht die Auswirkung. Klar, im Traum ist es dann vielleicht doof, fühlt sich scheiße an und im Traum kann ich dann eventuell sogar nicht weitermachen, je nachdem, was passiert nach dem Tod im Traum. Aber wenn ich dann wach bin, dann lebe ich noch. So, wenn ich aber im Wachleben sterbe, da ist es dann, gut, wir wissen nicht viel drüber, ich weiß nichts drüber. Aber man geht einfach sozusagen davon aus, wenn man im Wachleben stirbt, dann kann man nicht mehr weiter träumen. Ja, na gut, andere Leute sagen, ja, danach findet irgendwie ein Traum statt, aber das ist ja dann nicht mehr der Traum, der stattfindet, wenn man sich schlafen legt. Also wenn man im Wachleben stirbt, kann man sich zumindest nicht mehr schlafen legen. Wenn man aber im Traum stirbt, dann kann man nächsten Morgen sich nochmal schlafen legen und wieder träumen. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine höhere Ebene. Die Wachwelt gilt irgendwie als die höhere Ebene, innerhalb derer sich der Traum abspielt. Das ist genauso wie mit der Matrix. Wenn ihr jetzt behauptet, die ganze Wirklichkeit ist eine Illusion, zum Beispiel Matrix-Situation, wir wachen also irgendwann in unserem komischen Fischtank auf und sind so voller Glibber und finden das alles ziemlich scheiße, aber wir merken, alles, was wir so erlebt haben, unser ganzes Leben war eine Illusion. Dann bedeutet das, was in der Maschinenwelt passiert, das hat eine Auswirkung auf uns. Also was weiß ich, wenn uns da irgend so ein komischer Schlauch in den Kopf reingesteckt wird und dann kommen da so
Ich weiß ja gar nicht, wie das genau funktioniert von der Technologie her. Da kommen da irgendwelche komischen Naniten in unser Gehirn oder ich weiß es nicht. Dann hat das eine Auswirkung auf das, was sozusagen in der Matrix, in der Simulation passiert. Wenn wir aber in der Matrix sterben, weiß ich nicht. Gut, dann stirbt man vielleicht auch in diesem Fischtank. Weiß ja nicht, wie das so gekoppelt ist, ne? Aber die Sache ist halt, man hat das Konstrukt außerhalb der Matrix. Das ist irgendwie so die Grundlage und das, was in der Matrix passiert, hat weniger Auswirkungen. Ja, in dem Film ist das ja jetzt nicht ganz so klar, weil dann auf einmal kann man als Agent aus der Matrix herauskommen in die Wirklichkeit. Das ist alles so ein bisschen fragwürdig. Aber bei einem Computer sieht man ja auch ein ganz gutes Beispiel. Die Hardware ist halt einfach so das Grundlegende, auf dem basiert das Ganze, was so softwaremäßig abgeht, was man auf dem Bildschirm sehen kann und so weiter. Natürlich kann man dann auch so die Hardware ein bisschen steuern, so robotermäßig, aber letztendlich ist das Grundlegende das, was man die Wirklichkeit nennt, und die Simulation ist das, was nicht grundlegend ist.